Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir uns noch ein bisschen um die Probleme in Memphis gekümmert und haben herausgefunden, dass die Echse, ja, dass die Echse ganz offensichtlich, ja, ein Fluch oder es zumindest so aussehen lassen wollen würde, als wäre Memphis verflucht. Denn, ja, sie hat einmal dafür gesorgt, dass die Leichen hier verwesen, wodurch ganz Memphis stinkt. Und sie hat Leichenteile ins Wasser werfen lassen, damit die Krokodile aggressiver werden. Und ja, all das soll scheinbar die Leute glauben lassen, dass es ein Fluch ist. Aber warum er das genau tut, oder sie, die Echse, warum sie das genau tut, das werden wir natürlich erst noch rausfinden müssen. Wir haben schon eine Vermutung, was die Echse sein könnte, nämlich eine Art Priester. Zumindest hatte uns der Typ mit dem bei den Einbalsamierungssalzen, bei dem Natron erzählt, dass, ja, ein Priester ihn bedroht hätte. Da gucken wir mal. Jetzt müssen wir aber erstmal rausfinden, wo hier eigentlich Pascha Rentpa ist. Von dem haben wir ja schon gehört, in dessen Namen waren wir ja angeblich unterwegs. Hat wohl nicht ganz so geklappt. ja, wie gesagt, das war ein bisschen doof. Hier irgendwo in der Nähe soll es ja auch dann wahrscheinlich diese Hinweise geben, was wir noch so machen können. Na gut, schauen wir mal. Wo ist denn der gute Pascha Rentpa? Du Feigling? Du, der du dich die letzten 3 Tage hinter verschlossenen Türen verkrochen hast? Was ist da denn los? Dein fehlendes Rückgrat führt uns ins Verderben, nicht meine Nachlässigkeit. Man gibt mir die Schuld für alle Probleme der Stadt. Und wenn ich diese Schuld mit dir teilen will, weißt du alles von dir. Ich weise Schuld von mir, wenn ich frei davon bin. Frag doch deine kleinen Priesterlein, ob sie vielleicht nachlässig waren. Okay, da gab es offensichtlich einen kleinen Streit. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkte unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Timotep, das war doch die Priesterin, die mit dem Kuchen umgebracht werden sollte, wenn ich mich recht entsinne. Interessant, das bedeutet, die Echse hat es halt auch auf scheinbar den gesamten Tempel des Ptah bzw. Pascha Rentpa abgesehen. Ob sie ihn als Gefahr sieht oder ob das einfach nur ein weiterer Teil sein sollte, dass es sich um einen Fluch handelt. Ein weiterer Teil des Fluchspieles, sag ich mal. Spürst du das auch? Hat jemand was gesagt?
Okay, ich sehe mich hier mal weiter um. Hallo. So, dann gucken wir mal da drüben. Da soll das Haus des Sehers sein. Gucken wir mal, ob wir der Frau irgendwie helfen können, wenn auch nur ein bisschen. Hallo. Ich soll helfen können. Wachse, o Licht. Tritt hervor, o Licht. Mein Kind. Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel. Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Überfluss spendet. Ich bin der Gefährte der Flamme, in deren Schlund das Feuer nicht erlischt. Beeilung, Krieger, den Kessel! Was ich bin sagen, der Meister der geheimen müssen. Dinge. Okay. Die Form der Seele, alles klar. Die im Himmel ruht. Bringen wir diesen Kessel mal. Ich bin der Diener des großen Gottes, ja, der ja. uns Licht im Überfluss spendet. Bitte sehr. Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Sobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. Nicht vom Weg abkommen. Oha. Also, ich muss ja sagen... Was ist das für ein gottverlassener Ort? Das frage ich mich aber auch. Ich muss ja sagen, ich bin ja... Ich meine, ich verstehe, warum die Ägypter glauben, dass das hilft, aber aus meiner heutigen Sicht frage ich mich, ob es so eine gute Idee ist, einer Schwangeren irgendwelche so mächtigen Halluzinogene... Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Einzuflößen, aber gut. Ich meine, schauen wir mal, ob wir finden können, was sie plagt... Ob da überhaupt was zu finden ist. Was sind denn das für Statuen? Kein Schimmer, um ehrlich zu sein. Könnte alles Mögliche sein. Scheint einfach nur eine ganz normale Statue zu sein. Alter, ich sehe ja gar nichts hier. War da gerade irgendein Schlangenlaut? Ich habe einen Schlangenlaut gehört. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Dieser Schatten. Das ist der Seelenfresser. Okay. Also wenn der davon ab... Oder der da... für verantwortlich ist, dass die Priesterin keine Kinder bekommen kann, dann weiß ich nicht, ob wir der Richtige sind, um da was gegen zu machen. Kann man die Statuen erkennen? Keine Ahnung, nee. Da kann ich euch jetzt nicht sagen, ob das hier, was das hier für eine Gottheit... Oh, doch, das ist da. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Ist das der Eingang zum Totenreich? Ist das dann irgendwie... Jetzt macht sich natürlich wieder mein guter ägyptische Mythologie bekannt. Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Ist es Osiris oder Anubis? Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Einer von den beiden, glaube ich. Oh, da vorne ist eine Waage. Alles klar, wird jetzt das Herz gewogen.
Nein! Hat er unser Herz gefressen, habe ich das richtig gesehen? Na, ganz große Klasse, damit hat er ja fast dann auch unsere Seele, hm? Auf dem Schiff, soll das ein Schiff Herr der Toten. Ins Totenreich sein? Vergiftet. Ein Schiff ins Totenreich, oder wie? Kann ich auch auf... Ich kann auch nicht auf sein Maul zielen, aber ich denke mal, Maul macht mehr Schaden, ne? Verdammt, der versucht mich zu vergiften hier. Beziehungsweise, so wie das zischt... Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. So wie das zischt, ist das eher Säure oder sowas. Wo ist er? Da irgendwo. Und weg. Es ist verletzbar. Na gut, dass ich zumindest sehe, wo er ist. Gift. Wegen meines Herzens. Oh, da ist er. Hallo. Ray, beschütze mich. Gut, noch mal den Schwanz getroffen. Ich fege den Himmel damit. Ja. Oh Gott, aber das gefällt mir überhaupt nicht, dieses Schiff, um ehrlich zu sein. Ah, Mist, da hat er mich mit seiner Säure erwischt, hä? Okay, wo jetzt? Da drüben wieder. Boah, der macht mir das mit seiner verdammten Säure ein bisschen zu flott, ey. Ich wünschte, ich könnte halt gleich zwei Schüsse oder so machen. Mein Herz wirst du nicht verschlingen. Aber wenn ich das mache, dann kommt er mit seiner blöden Säure direkt an. Wo ist er denn? Oder? Ich meine, ich kann jetzt nochmal versuchen zu treffen. Ah ja, okay, stimmt. Ich glaube, bloß auf dem Kopf macht es wahrscheinlich mehr Schaden, gehe ich mal stark von aus, ne? Auf seinen verdammten Kopf. Der den Vernichter zurückschlagen wird. Falsche Richtung. Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. So, weg. Und gleich nochmal. Sehr gut, einfach öfter schießen. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht. Ich meine, ich scheine ja ewig viele Pfeile zu haben, ne? Tut weh, oder? Ja, das glaube ich schon. Oh, das hat gut geklappt. Das war's wahrscheinlich noch nicht. Okay, so viel zum Boot. Was jetzt? Da kommt er. Mist. Okay, er ist irgendwo untergetaucht. Da ist er. Ah, er schießt immer noch mit seinem Gift. Okay. Ah, vielleicht kann ich die Säule für mich nutzen. Mist. Vielleicht kann ich die Säule... Oha, hallo. Hinter der Säule kann er mich ja schlecht mit seinem Gift treffen, hä? Was, der hat mich trotzdem noch getroffen? Ah, sehr gut. Zwei weitere Treffer. Wenn auch nicht auf den Kopf. Da ist er. Jawohl. Perfekt, die Säule genutzt. Und noch den Schwanz getroffen. Jetzt ist er da drüben. Beziehungsweise da. Uha. Der macht mir mein Zeug zum Stehen kaputt. Das finde ich nicht gut. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich blöderweise keine Säule. Hallo. Ich treffe nicht. Ich treffe einfach nicht. Oh shit. Nein, ich muss hier raus. Okay, ich sollte aufpassen. Ich sollte da ausweichen, anstatt zu schießen. Safe is safe. Wo bist du denn, Freundchen? Jetzt schieß doch, Bayek. Ah, aber die Säule kann er scheinbar nicht kaputt machen, hä? Wo ist er denn? Ach, Mist. Aber immerhin Treffer. Das ist das Wichtigste. Das ist tatsächlich das Wichtigste. Ah, shit. So schnell kannst du dich doch gar nicht umdrehen. Komm raus da, bevor er mich frisst. So schnell kannst du dich gar nicht umdrehen, wie der Typ auf der anderen Seite rauskommt, ey. Halt, da bist du.
Ach, Mann! Toll, geil. Da hing ich an einem Stein fest. Das ist natürlich hilfreich dann. Das ist irgendwie überhaupt nicht einfach, dem auszuweichen, wenn hier überall Kanten sind, an denen man hängen bleibt. Wo ist er denn? Wow, geil. Ich habe überhaupt keine Zeit, auf den zu schießen gerade. Kann er mal wieder seinen Giftangriff machen? Da habe ich wenigstens ein bisschen Zeit. Danke, habe ich wenigstens Zeit für einen Schuss. Und noch einen zweiten. Wo ist er hin? Oh, du. Hallo! Ich habe wenigstens einmal getroffen. Und noch ein zweites Mal sogar. Jetzt kriege ich auch langsam den hin. Das Problem ist, mir geht langsam der Platz aus zum Stehen. Das gefällt mir weniger. Mir geht langsam der Platz aus zum Stehen. Ich sollte mal wechseln hier. Das heißt, ich sollte es jetzt mal langsam beenden, sonst habe ich gleich ein Problem. Wo ist er denn? Hallo! Zum Glück hat er da nicht getroffen. Oh, es ist halt schwer, manchmal überhaupt herauszufinden, wo er ist. Hallo? Das Wasser kommt einfach aus zwei Richtungen. Jetzt habe ich ihn gleich. Da habe ich zwar leider seinen Kopf nicht getroffen, aber ist nicht so wichtig. Ja, beiß in die Säule, mein Freund. Da kannst du dir schön deine Zähne dran ausbeißen. Was passiert denn jetzt? Kriegt der Schaden? Kriegt der von seiner eigenen Säure Schaden? Nee. Vielleicht ist er schon so geschwächt. Komm, jawohl. Okay, sind wir jetzt im Totenreich gelandet oder wie? Ist das da mein... Ist das jetzt da mein Herz oder das Kind, das ich retten sollte? Vielleicht beides. Ich bin durch die Gruft gereist, durch Finsternis und Einsamkeit. Nun bin ich... Sie sind zurück, sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen.
Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Okay, das ist interessant. Ja, aber das haben wir ja schon vermutet, dass derjenige, der hinter dem Angriff auf Timotep steckt, ja auch mein Feind ist, die Echse. Ich meine, wir haben ja schon herausgefunden, dass die Kuchen vergiftet waren. Wahrscheinlich ist es dann aber nicht nur, sind es nicht nur die Kuchen, sondern ein bisschen mehr. Hast du mir sonst noch was zu sagen? Wenn du selbst den Rat eines Sehers suchst, komm wieder in der Fülle der Zeit. Gucken wir mal. Wir haben jetzt gerade anderes zu tun. Ist das Blut? Ah ja, okay, er hat ja irgendwelche Tiere aufgeschnitten. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zu Pascha Rentpa und beratschlagen unsere nächsten Schritte.